Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ja, Jan und ich sind wieder direkt am Start. Tisch wird weitergebaut und schaut mal, wir haben jetzt mal ganz kurz den Fernseher auf den Boden gelegt und eine Hälfte draufgeschmissen, um zu gucken, um euch auch vor allem eine Sache zu zeigen, weil das ist nicht tatsächlich die Tiefe, die der Fernseher haben wird. Wir haben uns noch eine Oberfräse geholt, damit wir hier vom Material noch was wegfräsen können von der Tiefe des Rahmens, damit der Fernseher insgesamt noch nach oben kommen kann. Das werden wir mit der guten Oberfräse, die da hinten steht, machen. Ja. Aber wir wollten jetzt vor allem erstmal gucken, wie gerade haben wir geschnitten, weil uns aufgefallen ist, die Tischplatten sind nicht unbedingt ab Werk wirklich gerade an den Kanten geschnitten worden. Also da gibt es ein Spiel von vielleicht einem Millimeter in der Diagonalen, aber es ist voll in Ordnung. Man sieht's nicht. Man sieht's nicht, wir sind voll happy. Also es ist, es wird. Also ihr könnt euch jetzt vielleicht sogar schon, wenn ihr das hier seht, könnt ihr euch vielleicht schon viel besser vorstellen, was das am Ende werden wird. Ja? Geil wird das. Geil wird das vor allem. Ja gut, Jan und ich, wir haben jetzt nachgemessen, damit auch wirklich alle Schnitte stimmen. Ja, wir wollen es ja wirklich Millimeter genau auf den Ende auch haben. Jetzt kommt der große Moment, jetzt sehen wir quasi die Verbindungsstückchen der Platten, wo sie sich berühren werden. Ab. Ja, es kann natürlich sein, dass trotzdem ein kleiner Spalt entsteht. Den werden wir natürlich, wie gesagt, mit Holzleim und Spänen füllen und verspachteln und schleifen. Ja, genau. So, aber jetzt kommt der große Moment. Wenn wir es jetzt verkacken. Jetzt wäre schlecht. Es wäre halb so schlimm, ist mir gerade aufgefallen. Zu kurz, zu lang ist nicht schlimm, wir können nochmal abmachen. Zu kurz bedeutet, wir müssen den Schnitt einfach nochmal machen. Wir verlieren nur hier. Das war, hat er recht. Aber wir sind Profis. YOLO. Hast du schön zugeguckt und schön brav gewartet, Hawking. Feini Baustellenhund bist du. Jo. Ja, woran das? Daran. Ah, dieses kleine Astloch hat uns ein bisschen Sorgen gemacht. Beim ersten Ansetzen hat die Säge mal kurz gesagt, hold up. Ich möchte mal kurz nochmal nachgucken. Seid ihr euch sicher, dass ihr da sägen wollt? Da ist irgendwas anders. Clevere Säge. Das ist die hat AI drin. Nee, wenn es eine AI wäre, würde die alleine sehen. Ja, wahrscheinlich. So, erster Schnitt sitzt. Ab jetzt ist es zu spät. Ah ja, du hast da was am Schuh. Der letzte Schnitt ist erledigt. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon ein bisschen besser vorstellen, wie das am Ende dann aussehen wird. Klar, der Fernseher, wie gesagt, haben wir gerade erklärt, kommt noch ein Stück nach oben. Aber ihr seht schon mal, Schnittkanten. Das verleimen wir dann natürlich nochmal schön und wachs aneinander. Hier wird ganz zum Schluss einfach nochmal gerade mit der Säge geschnitten, dass wir dann auch gerade Kanten am Ende haben. Jan misst gerade jetzt nochmal ab, wie so die Abstände sind mit einem Lasermessgerät, ja, damit wir auch wirklich ganz genau sind. Und wird uns sicherlich gleich sagen können, wie gut wir gearbeitet haben. Ja, das ist ein letzter Scheiß, wir sind Millimeter daneben. Ja, aber ein Millimeter dafür ist okay. Nee, Millimeter ist... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ich find's, jetzt kann man sich richtig schön vorstellen, was das wird. Und dass man vor allem an dem Tisch auch noch genug Ablagefläche hat, um daran arbeiten zu können. Ich glaube, ich meine sogar, da würde ein DIN A4-Blatt hochkant sogar noch easy hinpassen. Nadine testet das auch direkt, denn wer weiß, vielleicht ist der Tisch am Ende so geil, dass wir da auch Meetings drauf abhalten. Okay. Ja gut, da an der Stirn sitzt aber auch nur der Spielleiter. Aber guck mal, hier. Und der kriegt eventuell noch einen Anbau oder so. Ja, guck mal. Also man kann die wunderbar auch noch in DIN A4-Blatt aufstellen und damit ist... alles so, wie es sein soll. Guck mal, da quer. Easy. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir bisher gebaut haben, um ganz ehrlich zu sein. Es ist schön, wenn man eine Idee im Kopf hat und dann, es wird so langsam. Ne? Man sieht es plötzlich. Vor allem müssen wir uns das Meme nicht mehr gefallen lassen, dass dieser Tisch erst in 12 Jahren fertig wird. Das ist wahr. Obwohl, rein theoretisch könnten wir uns auch jetzt Zeit lassen, das einfach hier 10 Jahre liegen lassen. Stimmt. Aber das wollen wir nicht. Falls euch noch ein Einsatzzweck einfällt für diesen Tisch, außer Brettspiele, Pen and Paper, Kreativmeetings, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Freunde, der nächste Arbeitstag ist geschafft. Wir machen jetzt Schicht im Schacht. Das heißt Feierabend. Morgen geht's weiter. Der gute Jan geht morgen in den Baumarkt und besorgt noch ein paar Kleinigkeiten, damit wir dann am morgigen Tag beide Platten verheiraten können. Wir verleimen sie, machen das mit Spanngurten, ziehen die dann ordentlich zusammen mit einer Lattung oben und dann Klemmen festgemacht, damit die sich auch nicht verziehen können. Ja, und dann
abschleifen und dann haben wir hoffentlich eine verheiratete Tischplatte. Auf die Tischbeine kommt sie dann morgen auch drauf, werdet ihr natürlich alles gleich sehen. Dementsprechend dranbleiben, Freunde, gleich steht der Tisch. Für uns vergehen aber noch ein paar Stunden. Und ein bisschen duschen. Bis morgen. So staubig. Soll ich den Cutter holen? So. Schönen guten Tag. Wir wollen nicht nochmal so viel Dreck machen beim Sägen, deswegen haben wir uns jetzt gedacht. Sieht auch schön aus mit so Folie im Raum. Akustisch ganz gut. Ne, Jan? Ich höre dich nicht. Das nimmt ganz viel Hall weg. Ich höre dich nicht. Ja, Jan hört mich nicht, seht ihr? Das ist total krass. Das ist das Weirdeste, was ich getan habe. So, und endlich weird. Oh, ich krieg frische Luft. Hallo! Die ja, Öffnung. Warte, passt mein Kopf schon durch? Passt mein Kopf schon durch? Fast, fast. Ist wie eine Geburt. Es ist vollbracht, Freunde. Unsere, was auch immer das ist, hermetisch abgeriegelte Werkstatt. Wir nennen es die Werkstatt. Da drin basteln wir jetzt unseren Tisch weiter, damit wir nicht mehr alles vorstellen. Tisch? Grüße gehen übrigens nochmal raus an Gegenbauer, die heute einfach unangekündigt vorbeigekommen sind. Die machen wir uns das Büro sauber. Die sind heute unangekündigt vorbeigekommen und haben sich bei uns quasi entschuldigt und gesagt, ja, wenn es sie nicht stört, wir würden jetzt nochmal alle Oberflächen abwischen, weil es ja doch schon ganz schön staubig geworden. So. Vermutlich haben sie gedacht, der ganze Baustoff, den wir jetzt produziert haben durch Sägen, wäre normaler Staub und haben ein schlechtes Gewissen gehabt, um das alles wegzuwischen. Deswegen danke nochmal an Gegenbauer. Wir haben das nicht aufgeklärt. Sondern dankend angenommen, ist alles jetzt super blitzblank. Gegenbauer, kann ich sehr empfehlen, Freunde. Herzlich willkommen in der Lastzelle, Freunde. Ihr seid jetzt im Innersten unseres fantastisch improvisierten Werkstattbereichs. Wir haben jetzt den Tisch einmal gedreht. Wir schleifen ihn jetzt einmal kurz ab, damit wir eine gleichmäßige Oberseite haben, weil wir jetzt gleich Oberfräsen. Unterseite. Ja, also eine gleichmäßige Oberseite der Unterseite haben, damit wir die Unterseite oberfräsen können. So, für alle, die sich wundern, das ist ja quasi an der Verbundkante der beiden Platten. Die hatten natürlich ein halbes Millimeter Spiel nach oben und unten, das passiert. Aber das haben wir damit jetzt quasi ausgeglichen und können halt mit der Oberfräse da jetzt lang gehen, ohne dass wir ein unterschiedliches Höhenniveau haben. Ich werde mal lüften. Hier übrigens der Beweis, Freunde, dass unsere Plastiktüte, die wir aufgehangen haben hier, die fängt den Staub schon elektrostatisch auf. Sieht super witzig aus. Da seht ihr es, ich kann es halt verwischen. Hier. Sehr wild. Auf jeden Fall rechnen wir hier gerade aus, ne, wie viel Überstand wir jetzt für die Oberfräse vom Rand her gesehen lassen. Genau. Damit wir, weil wir einen halben Zentimeter auf jeder Seite natürlich ein bisschen mehr dazu geben, damit der Fernseher Spiel haben kann. Ja, vor allem, wir haben ja auch nicht perfekt gesägt. Genau. Wir haben ja keine CNC-Fräse gehabt. So ist es. Wenn das ein CNC-Fräsenhersteller sieht, ist noch Platz. So ist es. Nehmen gerne eine. Den Ausschnitt mit diesem schönen Gerät. Das ist eine Oberfräse. Das ist wahrscheinlich sogar halbwegs richtiger Name. Da tut man hier unten so einen Fräser rein und das ist quasi wie ein Bohrer, nur dass er nicht so nach unten bohrt, sondern so seitlich fräst. Dadurch können wir jetzt hier dann an der Kante gleich, ich zeig's mal so ungefähr, also ob man sieht, ist jetzt ein bisschen zu viel, aber gehen wir so rein und der Bohrer dreht sich halt seitlich dabei. Genau, die Schneidekante ist dann an der Seite und dadurch nehmen wir hier was weg und können nach hinten gehen und haben eine gerade Kante nachher, ja? Hoffentlich. Ja. Genau, und jetzt bin ich gerade dabei, einfach nur hier die Höhe einzustellen, weil das Ding hat auch so geile Hilfen, weil man fräst nicht alles auf einmal. Deswegen kann man hier so verschiedene Höhen einstellen, dass man in verschiedenen Stufen runtergeht. Und das machen wir jetzt gerade mit dem größten Fräser, den wir haben, weil was hat 2023 gebraucht? Dass YOLO wieder zurückkommt. Wow, das ist laut! Das hat er jetzt gemacht hier.
Funktioniert wunderbar. Und ist auch eine schöne Kante, ne? Ist schön sauber. Hm? Nice, nice, nice. Hat funktioniert. Nice. So sieht das dann aus, Freunde. Das ist das, was er hinterlässt. So, Freunde, wir müssen viermal insgesamt rum und dann noch die Ecken machen. Ja? Aber jetzt ist Pass One sozusagen erledigt. Ja. Jetzt könnt ihr euch das schon mal noch mal besser vorstellen, was eine Oberfräse macht. Ihr seht es hier der Kante entlang. Ne? Und da liegt dann nachher der Fernseher drin. Oh, hier sieht man das viel besser. Ich finde auch hier das noch, voll schön. Nehmen wir noch einen Zentimeter weg. Hier gehen wir dann noch ein bisschen tiefer, ungefähr bis hier hin. Ja, dann habt ihr insgesamt so eine große Kuhle, wo der Fernseher reinkommt. Sehr, sehr geil. So, Freunde, wir sind jetzt zweimal durch und jetzt können wir leider kein Maß anlegen hier. Wir müssen Ecken jetzt machen, wir müssen Jan per Hand machen. Das heißt, da müssen wir uns jetzt einfach mal auf Jans Geschick verlassen. Aber ich habe vollstes Vertrauen. Oh, Jan. Danke. 90 Grad Winkel fräsen mit der Oberfräse, kein Problem. Zufrieden? So, Freunde, hier schaut mal, hier seht ihr das. Jan hat gut gearbeitet. Also das, was hier jetzt noch ist, ne, das Zeug hier, das kommt ja noch alles weg. Aber hier unten seht ihr, die Kante ist 1A und hier wird am Ende dann der Fernseher drauf liegen. Das heißt, das Material hier oben drauf nehmen wir jetzt noch alles weg mit der Oberfräse, aber unten die Kante sitzt. Jan, du verwandelst dich in den Holzmann. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch. War das vorhin sogar ein bisschen Holz im Bart? Aber das haben wir schon rausgeholt. Ich klopf dich nachher mal. Oh Gott, warte mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich. Oh Gott, du staubst aber richtig. Ja, wir klopfen dich nachher mal ab, bevor wir rausgehen. Hi, ja, ihr werdet mich am Fenster halten und schütteln. Ja, ey, aus dem Fenster halten und schütteln. Ja, du rieselst. Du hast vorhin die Geschichte von dem Buddelkasten erzählt, den du hattest, der nie mit Sand gefüllt war. Ich glaube, du versuchst hier gerade zu kompensieren. Wenn du lang genug weitermachst, hast du hier drin irgendwann deinen eigenen... Wow, kannst du Schneebälle, Holzbälle... Wow, das funktioniert. Ja, kann man euch mal zeigen. Wir haben jetzt hier zumindest schon mal die Tiefe, die wir haben wollen, ist erreicht. Ja. Nee, hier, die Seite ist jetzt soweit eigentlich fertig. Ist soweit fertig, genau. Also muss noch mal ein bisschen abgeschliffen werden. Aber... Ja, also Feinheiten. Aber da seht ihr schon mal... Wie wir das meinten. Für alle, die sich das bis jetzt immer noch nicht vorstellen konnten, das ist, was eine Oberfräse macht und das ist, was wir haben wollten. Weil da können wir jetzt den Fernseher reinlegen. Damit. Ja, ich habe eine graue Jeans. Ich musste gerade kurz überlegen, ob ich heute eine schwarze oder eine blaue Jeans angezogen habe. Freunde, wir konnten gerade nicht filmen, weil wir alle Hände brauchten, um das jetzt hier rein zu buxieren. Ich wünschte, ihr könntet, seht ihr meine Hände? Da lag gerade der komplette Fernseher mit seiner Kante drauf. Ist ein bisschen gequetscht, aber macht nichts. Fernseher liegt auf, Oberfräse ist durchgegangen. Wir haben sogar im Zweifel noch ein bisschen Spiel, das war gewollt. Also Fernseher ist drin und ihr seht jetzt quasi den fertigen Tisch von oben. Nicht Spaß. Genau andersrum. Also wir haben jetzt die Tischplatte falsch rum aufgelegt, damit wir den Fernseher hier gut ablegen können und mal gucken, wie es ist. Und stellt euch vor, wer unterm Tisch ist und schon Fernsehen guckt. Alter. Jan, wie ist es? Es sieht so geil aus. So, jetzt nochmal ein kleiner Blick für euch hier von unten. Das ist die richtige Seite. Könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut vorstellen. Aber man sieht auf jeden Fall, wenn ich da mal hinzoome, dass jetzt die Kante, wo der Fernseher dran ist, viel dünner ist als die Kante der gesamten Tischplatte, die eigentlich wirklich richtig dick ist und da hinten ist es halt schön dünn. Geil! Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Ostermontag. Jan und ich haben nichts Besseres, als im Büro zu sein und am Tisch weiterzuwerken, beziehungsweise Jan hat auch nichts Besseres zu tun, als am Wochenende im Büro zu sein und schon mal sich eine Halterung zu überlegen und die auch schon mal vorzukonstruieren. Die zeigen wir euch gleich für den Fernseher. Jetzt ist allerdings der große Moment, jetzt werden die Tischbeine an den Tisch geschraubt. Ihr seht auch schon, wahrscheinlich habt ihr es in den Lücken schon so ein bisschen gesehen, da sind jetzt Holzlatten dran. Zeigen wir euch gleich in aller Ausführlichkeit jetzt erstmal. Gucken wir uns die Anleitung der Tischbeine an, aber das ist... Die haben ja eine Schablone mitgemacht, aber das bringt uns jetzt nichts, weil wir haben die Beine fest. Wir bohren ein bisschen vor und dann rein damit, ne? Ich will nur wissen, wie tief ich bohren muss. Ja, das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber so von der Seite, ich kann nicht gerade bohren jetzt, weil das Bein schräg ist. Ja, dann machst du die ein bisschen schräg. Ganz leicht. Oh Gott. Ja. Naja, Angst ist... Naja, gut. So, Freunde, jetzt wird geschraubt. Auf jeden Fall. Bei der Dicke.
Dicke der Schrauben, das muss ja auch halten. Da muss ganz schön Kraft drauf. Also die Maschine hat gut zu ackern. Vollste Stufe. So, fest, Sitzwackelt hat Luft. Das Geräusch, was ihr am Ende übrigens hört, ist nicht die Schraube, die durchdreht, ne? Nee, ist der Jan, ist der Kopf. Das ist, genau. Das ist Jans Handgelenk, wenn Kontakt kommt, ne? Die Vibration. Rutschkupplung. Jetzt siehst du auch nicht, die dreht sich genau. Aber das können wir mal, guck mal, das erklären wir mal den Leuten, die das nicht wissen. Das ist eine Sicherheitsfunktion von solchen Bohrmaschinen. Schaut mal. Ja, von so ihr könnt bohren und Schrauben einstellen. Und wenn ihr bohren einstellt, dann habt ihr volle Power, volle Röhre. Ja. Da kann ich es nicht stoppen. Kann das nicht stoppen. So, wenn ihr jetzt aber auf Schrauben geht, ja, habt ihr auch schon volle Power, aber nicht ganz so viel. Ja, kriegt das schon gehalten. Und dann kannst du da zusätzlich bei dieser Zahl, die kennt ihr wahrscheinlich, kannst du die Stärke einstellen. Ja, je höher die Zahl, umso mehr Power umso hat schwieriger wird's umso schwieriger wird es das zu halten. Und auf höchster Stufe wird es schon wieder fast unmöglich. Ja, aber man hört ja, wir sind auf höchster Stufe und es rutscht trotzdem. Also diese Rutschkupplung verhindert dann, kann verhindern, dass der Schraubenkopf halt durchdreht. Genau. So könnt ihr eure Schraube schützen, und immer einstellen. Nee, und dass du nicht zu viel Kraft aufwendest, weil manchmal ist es so, dass dann bohrst du ins Holz, vor allem wenn es so ein sehr leichtes Holz ist wie Kiefer oder Fichte oder Tanne, dann splittet das Holz halt, weil du zu tief die Schraube so reinmachst und dann so, hilft es immer, etwas Niedrigerem anzufangen oder Dübel in der Altbauwand. Ja, da übrigens auch, das noch zuletzt erklärt, hier dieser rote Schalter, den ihr bei den meisten habt, 1 und 2. 1 ist immer, 2 ist schnell. 2 ist schnell, aber weniger Kraft. Kraft, 1 ist langsamer, aber mehr Kraft. Ja? Genau. Ist wie eine Kupplung. Ist es. Ja. Ja. Nee, ein Gang. Ein Gang, ja. Also. Das ist Rutschkupplung. Ja, genau. Das ist Gang, aber rückwärts. Und das ist vorwärts-rückwärts. Vorwärts-rückwärts-Gang. Wie ein Auto, so eine Bohrmaschine. Ja, eigentlich schon. Brauchst du einen Führerschein eigentlich für. Und damit sitzen alle Schrauben. Unser Tisch hat jetzt offiziell Tischbeine. Und ich finde, sie sehen echt hübsch aus. Ne? Tolle Tischbeine. Ist mega. Das heißt, wir können jetzt die Klemmen hier, die können wir jetzt lösen. Ja. Die guten Klemmen hier. Sind wirklich klasse Dinger, muss ich sagen. Machen Spaß. Ja, es ist auch so geil. Du kannst halt auch hier die Dinger so einstellen. Und dann kannst du gegen dein Werkstück, ohne dass das mit Metall. Sehr geil. Und? Keine Werbung hier, ne? Aber man kann es umdrehen, genau. Kannst da halt kann was man auseinander auch was spannen. Ja. Mega. Schon ein smartes Ding. Füße hat er jetzt dran. Der Ausschnitt ist gemacht. Wir haben mit der Oberfräse gearbeitet. Jetzt bleibt noch eine Sache zu tun. Auf jeden Fall, wir wollen diese Kante hier, die ist noch sehr scharf, durchs Sägen. Die werden wir jetzt ein bisschen abrunden mit der Oberfräse, einmal sauber. Genauso werden wir hier jetzt die Überstände, ja, wo natürlich eine Platte, das ist einfach werkseitig bedingt, waren die ein bisschen länger als die anderen auch. Und das sind unterschiedliche Längen. Da werden wir jetzt gleich anzeichnen und da werden wir hier an der Seite einen sauberen Schnitt einmal durchgängig setzen, dass die Enden passen. Und dann ist eigentlich unser Tisch, bis auf die letzte Ölung. Nur die Oberflächen, bis auf die letzte Salbung. Sind wir auf einem guten Weg. Es ist Ostermontag und wir salben nicht. Es ist Ostermontag, es ist ja auferstanden. Ja. Für den nächsten Arbeitsschritt, Freunde, wird unser Freund die Oberfräse, oder wie ich sie nenne, die Oberfräse, ausgepackt. Wir haben hier nämlich so einen speziellen Satz von Oberfräsen. Und da haben Fräsern. Sorry, wenn ich so ein Klugscheißer bin. Wir haben das hier. Und schaut mal, ihr seht ihr diese Rundung da? Hier ist das Sägeding hier. Und das macht diese Rundung jetzt quasi hier quasi so übertragen aufs Holz. Und da gehen wir jetzt den Rand entlang, um diese scharfe Kante halt schön rund zu machen. Und das testen wir jetzt erstmal hier an dem Stück, was wir eh abschneiden. Genau. Weil wir uns noch nicht so 100% sicher sind, ob wir das geil finden oder ob nicht. Ob die Abrundung jetzt reicht oder ob wir hier seht ihr's übrigens noch einen kleineren besorgen müssen. Wir haben jetzt hier eher 3 mm. So sieht das am Ende aus. Wir hätten auch noch Radius 6. Wir hätten 25 Grad, 45 Grad. Wir fangen erstmal mit 3 mm an. Wenn uns die nicht gefallen, können wir auf 6 noch hochgehen, aber wir glauben, eher runter, also wir wären eher sogar noch runtergegangen, deswegen glauben wir, dass 3 mm eigentlich schon wirklich gut ist. So, Testfräsung commence. Oh, ja, was? Gut, dass wir eingestellt haben. Ja? Da guck mal, siehst du jetzt, nee, das ist egal. Siehst du hier diese kleine Stufe? Ja. Das heißt, der Fräser hat nicht die richtige Tiefe. Ah, er muss höher, ne? Er muss noch ein Stück höher. Seht ihr, Freunde, dafür sind Testbohrungen gut, ne? Ja, perfekt, die nehme ich. Die hat auch diese Kante nicht mehr. Ganz, also minimal, aber super. Hier seht ihr scharfkantig. Abgerundet. Geil. Das ist geil. Ich finde, so eine Abrundung lässt es immer wie so ein richtig perfektes Möbelstück aussehen. Ja, es war. Das ist so dieser letzte Touch, so, das ist cool, aber wenn du es dann abfrierst, hast du das Gefühl, so, boah, das ist gekauft. Ja. Und das ist jetzt so. Da darf man nicht zu viel machen, ne? Aber das ist vielleicht sogar schon mit 120 too much, aber. Mhm.
Das fässt sich auch toll an. Ich finde die hier am besten, oder? Die, ja, ja, die letzte, die wir gemacht haben. Ja, ja, finde ich auch. Die ist super. Lass uns die nehmen. Ja, na dann. Weil die hier geht mir zu sehr schon aufs Holz oben rauf. Ja, ja, ja. Ja, nachher auch beim Schleifen. Gut, wir ölen es nochmal. Aber die ist wirklich eher eine Kante, finde ich. Finde ich schön. Ja, los geht's. Jetzt alle oder nichts, ne? Also, das ist mal eine Kante. Das sieht so geil aus. Sieht gleich, also ihr seht das wahrscheinlich jetzt hier auf der Kamera so überhaupt nicht. Ist wahrscheinlich sehr schwer zu sehen, aber hier mit der Lichtkante sieht man es ganz gut, was das für einen Unterschied macht. Es gibt zwar hier so, hier ist jetzt der Übergang von den Platten, ne? Nicht wundern, aber hier seht ihr tatsächlich, klar, wenn man auch mal hier vielleicht so ein bisschen was hat, das sieht man nachher nicht mehr, weil wir gehen jetzt mit dem Handschleifer nochmal ganz leicht rüber über solche Unfeinheiten. So, es ist aber wirklich nicht mal Millimeterspiel. Nee. Und sobald wir das Ding am Ende dann auch geölt haben, dann ist das alles gar nicht mehr wirklich zu sehen. Also man mag es nicht glauben, es macht eine Menge aus. Ja. Gibt eine schönere Lichtkante auf jeden Fall am Tisch. Und es ist auch eine saubere Kante, sollten, also wenn du mal reingreifst, ne, zum Touch. Zum Zeigen, ja. Hier dein Handgelenk ratscht sich nicht die ganze Zeit auf und so, wenn du was machst. Nice! Vorne, der Jan schleift jetzt gerade noch hier die letzten Kanten und Ecken, aber ich sage euch jetzt schon eine Sache, ich fasse es an und es ist so schade, dass es kein Fühl-Internet-Fernsehen gibt. Es macht so einen schönen Unterschied und es fühlt sich gleich so hochwertig an. Es ist genau dieser kleine feine Unterschied zwischen Möbelstück und selbstgebauter Platte. Jetzt ist es ein Möbelstück und ich freue mich drauf. Jetzt werden wir als nächstes die Kanten absägen mit unserer fantastischen Tauchsäge. Freue mich auch schon drauf, weil dann steht das Werkstück eigentlich bis auf so letzte Feinschiffarbeiten fertig da. Fast schon ein bisschen traurig. Muss nur noch geölt werden und dann kann mit der Technik losgelegt werden. Dann müssen wir noch die Kabel, Strom. Ich will übrigens auch Licht. Licht und der Tisch. Yes. Unten drunter. Machen wir. Der Tisch wird beleuchtet, auf jeden Fall. So, wir haben aufgebaut. Die Tauchsäge ist wieder am Start mit der fantastischen Schiene. Und ihr seht, hier nehmen wir natürlich ein bisschen mehr weg, den Überstand. Und hier haben wir jetzt wirklich so angelegt, dass wir minimal Material wegnehmen. Wir wollen ja möglichst viel vom Tisch behalten, aber am Ende eine gerade Kante haben. Das heißt, wie sagt man unter Tischlern? Säge ahoi. Das ist ja Tauchsäge. Was? Gut Säg. Falls euch übrigens fragt, was ich mache, ich halte die Kamera und das. Richtig, wichtig. Dein Spalt hat sich geöffnet, aber die Kamera ist voll mit Staub. Wir bauen eine Nähmaschine. Sorry, Kamera. Boah, meine Nase. Uiuiui. Hier, von der Seite sieht man das nicht, aber. Von der Seite sieht man das gut. Wir nehmen wirklich nur wenig Material weg. Ist ja auseinandergefallen? Ist ja geil. Da ist an der Verleimung auseinandergefallen. Guck mal. Ja, das Stück war jetzt auch durch den Aufprall natürlich nicht breit genug. Eigentlich sagt man ja, obwohl man sagt es beim Schweißen oder beim Leimen auch, dass eigentlich die geleimte Stelle das stärkste ist. Das ist wie beim Schweißen. Es reißt nie an der Schweißnaht, wenn es ein gutes Schweißnaht ist. Das nennst du ein Messer? Das ist ein Messer. Oh, ja. Schwer. Ah ja, doch, geht. Doch, an der. Ah, das ist wahrscheinlich zu wenig Fläche. So eine Holzplatte gemacht, ist Freunde. Boah. Aber gut verleimt, ne? Oh, es klingt geil. Klar, geiler Sound. Geil, können wir, ey, das Domino. Dominosteine. Domino Day, Weltrekord. So. Oh, ist auseinandergebrochen. Oh, so viel Liebe. Jan stellt schon mal die Oberfräse ein, aber wir können hier schon mal jetzt auf die wirklich, wirklich schöne, saubere Kante des Tisches gucken. Kein Überstand mehr. Wirklich top, auch auf der anderen Seite. Jups. Auch hier eine saubere Kante. So, als wäre es niemals nicht ein Stück Platte gewesen. Ja, nur noch das hier schleifen wir dann nachher ab und machen einen richtig schönen Übergang daraus, dass man das nachher nicht mehr sieht. Easy Game. Ja.
So, jetzt gehen wir mit einer sehr feinen Schleifscheibe, werden wir jetzt mit dem Schleifer über die Oberfläche des Tisches gehen, die noch rau ist. Die werden wir nochmal ölen später. Ja. Wir haben jetzt nur kein Öl. Jan macht das einzig Richtige, sich jetzt eine Maske aufzusetzen. Ja, eine FFP2, die eigentlich nichts bringt. Das wird jetzt richtig, richtig feiner Staub werden, aber... Es hilft nur, dass die ganz großen Dinger am Ende nicht in der Nase hängen. Ja, wir könnten sogar das Fenster offen lassen, weil das wirklich nicht so laut ist. Ja, wir gehen einfach auf niedriger. Es geht ja jetzt darum, nichts abzutragen, sondern es geht darum, jetzt eine Oberfläche zu machen, beziehungsweise doch vielleicht ein bisschen hier an den Übergängen oder da, wo mal ein Kratzer drin ist. Einer, und da einfach mal gucken, ob wir das rausbekommen, aber wir wollen jetzt nichts abnehmen, weil wir wollen ja nicht, dass am Ende irgendwie... Der Tisch nicht mehr gerade ist. Wenn wir mal, wir haben ja auch hier genug Platz gelassen, damit wir zum Beispiel mal einen Laptop da hinstellen können. Dass man arbeiten kann, ein Tablet. Und wir wollen ja nicht, dass der dann wackelt. So wackelt, ja. Weil die Füße unterschiedlich sind. Das heißt, wir rauen das jetzt nur so ein bisschen für die Ölung, die dann kommt. Ne, also die wir machen es feiner. Wird's genau, genau wird es dann nochmal ein bisschen rauer, dann wird nochmal geschliffen, nochmal geölt und dann ist geil. Genau. Wir schneiden jetzt quasi die ganzen Fasern ab und dann, wenn man das Öl drauf macht, dann stellen die Fasern sich nochmal so auf. Und das ist eigentlich perfekt, weil dann kann man nochmal schleifen, dann wird es nochmal feiner. Dann ölen wir das zweite, mal gucken, ob wir ein drittes Mal brauchen, das werden wir dann sehen. Und dann ist es also, das ist direkt nochmal auf der anderen Seite. Weiß nicht, wie es euch geht, Leute, man sieht es halt auch wirklich. Ich muss jetzt auch auf der Kamera, muss ich gerade tatsächlich suchen, wo der Übergang ist. Er ist hier. Ja. Ja, man sieht ihn nur noch hier an dieser Stelle, aber ansonsten ist das Ding wirklich... Ja. Klar, hier siehst du es noch, aber wenn ich mit der Hand drüber gehe, fühle ich es nicht. Nee. Ihr seht es, aber man fühlt es nicht. Ja. Ja, und das ist auch durchs Schleifen, ist ja jetzt auch... Man sieht ja, das Holz, das wird ja wieder so kontrastlos. Ja. Und das wird nachher nochmal viel geilerer Effekt, wenn du dann das Öl drauf machst und dieses drauf fließen lassen und dann so mit Pinsel oder Lappen verstreichen. Boah, das ist eigentlich immer der geilste Moment, ne? Da so Schleifen, freuen. Schleifen ist die schlimmste Arbeit, aber ölen, das Finish drauftragen. Boah. Viel zu viel Feinstaub später sind wirklich alle Ecken und Kanten an diesem Tisch Babypopo glatt. Es ist wunderschön, ja, egal wo man hinfasst. Wir wischen jetzt nochmal nass rüber, um den letzten Baustaub rauszukriegen. Und vor allem, also der ist jetzt nur, ein feuchter Mikrofaserlappen. Aber mal gucken. Ja, man merkt, da kommt Kontrast zurück. Das ist aber schon geil. Schon schön auch. Und es bleibt, es wird sich natürlich ein bisschen was aufstellen, aber... Ja, genau, aber das wollen wir ja auch. Das wollen wir, weil wir wollen es ja dann wieder abschleifen, ja, genau. Bis sich nichts mehr aufstellt. Toll, so ein Tisch. Ja. Wie viel Freude so ein Tisch bereiten kann, ne? Mhm. So, Freunde, jetzt haben wir hier die Kante vom Tisch, ja, und ich habe mir so einen Plastikspachtel genommen, habe mir da das feine Holzstaub aus der Säge, habe ich mir vermischt mit dem Leim. Und bin einfach mal hier so mit dem Spachtel lang und habe das quasi reingefüllt und abgezogen. Es kann sein, dass wir das noch ein zweites Mal machen müssen, weil der Leim, wenn er trocknet, die Feuchtigkeit geht ja raus, dann zieht er sich so ein bisschen zusammen. Das heißt, wenn das im ersten Augenblick dicht wirkt, muss man wahrscheinlich noch mal ein zweites Mal rein. Ich sehe auch tatsächlich ganz leicht nur noch die Kante. Und also mit der Hand jetzt schon nicht mehr zu fühlen, sage ich euch ganz ehrlich. Gehe jetzt gleich noch ein zweites Mal dann wahrscheinlich rüber, ne, sobald das hier getrocknet ist oder vielleicht morgen, weil es wirklich richtig durchgetrocknet ist. Und dann ist das geil. Herzlich willkommen zurück am nächsten Tag. Ihr seht's, es ist fantastisch. Es hat wirklich, man merkt gar nichts mehr. Es ist schön weggetrocknet. Ja. Auch da drüben. Sehr gut. Jetzt wird nochmal geschliffen. Damit das, dann sieht man es nochmal, weil dann geht das Dunkle ja. Geht wieder weg. Das geht wieder weg, genau. Und danach machen wir schön mit Leinölfirnis unsere erste Ölung für den Tisch. Klassischer Fall wieder von Get Your Shit Together. Warum baut man solche Dosen, wo das Zeug nicht aufgeht? Ja, du bist einfach nur sehr sicher. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt gleich so richtig schön Druckstellen. Ja, kommt. Schön vollsaugen, der Pinselchen. Mhm. Oh Gott. Wo fängst du an? Ich würde sagen, ich fange hier an. Ja, das wird schön jetzt. Das ist der schönste Moment. Mmh. Oh, riecht gut. Mhm. Riecht wirklich wie Öl. Mhm. Öl immer schön in Holzrichtung. Oh, guck dir an, was da für eine Farbe rauskommt. Holy shit. Geil. Aber der Unterschied ist schon... Oh Gott, ich habe es ziemlich dick aufgetragen. Schon sehr wild hier, der Unterschied. Guck mal, Jan spiegelt sich richtig. Oh wow, Alter, was ist das für ein Unterschied? Mhm. So, der Olli macht jetzt die zweite Hälfte und ist immer der Vergleich so. Nachher? Vorher. Alter, da
der Kamera sieht das so krass aus. Das ist ein wilder Unterschied. Ey, das ist richtig krass. Wie er einfach glänzt und speckig ist. Aber wir ziehen das Öl dann gleich ab. Jo. Auf jeden Fall hat er seine erste Ölung erhalten. Die zweite Ölung gibt es morgen. Gleich einmal mit einem Baumwolltuch drüber. Wobei unser Problem ist, dass wir noch nicht wirklich ein Baumwolltuch haben. Wir haben Mikrofasertücher. Müsste auch gehen, stimmt, oder? 100% Polyester. Oh, na dann lieber nicht. Wir gucken mal, ob wir vielleicht ein Küchenhandtuch nehmen. Küchenhandtuch vielleicht. Die einzige Baumwolle, die wir gefunden haben, war dieser Beutel, den wir letztens bekommen haben, als wir auf einem Event bei Shore waren. Wer weiß, wofür diese Beutel doch alles noch gut sind. Dankeschön an dir, Stille. Ja, siehst du, wirkt unser Partner Schuhe auch am Tisch mit. Das geheime Event, von dem wir nie erzählt haben, was es war. Oh, ne? Dürfen wir bis heute nicht, weil das Produkt immer noch nicht draußen ist. Doch, natürlich. Ist schon raus, ja, dann dürfen wir jetzt drüber reden. Ja, eine geile Funkstrecke, eine neue, die alles automatisch macht und... ziemlich cooles Ding. Die Gelix C Plus und die vielleicht sogar irgendwann mal austesten. Zeit abzuziehen. Ich zieh die ab. Das heißt, man nimmt jetzt mit diesem Lappen eigentlich nur so ein bisschen überschüssiges Öl weg. Genau, das, was nicht eingezogen damit ist. Damit das nicht so an der Oberfläche verharzt, ja, ja. So klebrig wird. Genau, nur so und Beulen bildet und so glänzig. Man hat halt sonst auch nicht so den gleichmäßigen Glanz. Dann hast du manchmal glänzig, manchmal seidenmatt. Ja, deswegen polieren wir jetzt nochmal schnell mit dem Tuch drüber. Und dann ist das für heute erstmal alles gewesen. Ja, dann heißt es warten. Dann heißt es warten bis morgen und nochmal machen. Also abschleifen, nochmal machen. Zwischenschliff, ab. Ja. Und, ganz wichtig noch, Leinöl. Nicht so jetzt zerknüllt hier liegen lassen. Auf gar keinen dann Fall, Freunde. Dann könnte der Tisch ein paar Burn Marks haben. Genau, das Zeug ist nämlich hochentzündlich. Das heißt, mit Sauerstoff könnte es sein, dass sich diese Lappen selbst entzünden. Spontan einfach. Ja, spontan. Also sowohl Lappen als auch Pinsel müssen anschließend entweder... Habt ihr irgendwo draußen einen sicheren Ort, wo ihr es auslüften könnt? Aber oder flach hinlegen. Nicht geknüllt. Genau. Noch besser, ihr haut das irgendwie in eine Dose oder so luftdicht versiegelt. Ja, genau, wo einfach kein Sauerstoff. Also, ich sag mal so, ein riesengroßer Container, aber in dem noch genug Sauerstoff ist, ist halt scheiße. Aber wir haben irgendwo da so eine kleine Dose. Da können wir die dann einfach reintun. Genau, da hauen wir das dann rein. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Also, Freunde, wisst ihr Bescheid? Wir ziehen jetzt noch den Tisch ab. Dann wird das in der Dose geknüllt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wahrscheinlich, vielleicht auch übermorgen. Mal gucken. Falls ich morgen nicht dabei sein sollte, weil ich morgen vielleicht auf einem Shooting dabei bin. Weiß ich nicht, ob Jan wahrscheinlich wird wahrscheinlich sich vielleicht um die zweite Ölung kümmern. Falls ja, seht ihr ihn ja hier auf dem Vlog. Falls nicht, dann sind wir beide wieder da. Bis hierhin erstmal. Sieht doch ganz gut aus. Ja. Es wird. Also, wir packen das jetzt weg. Wir sehen uns morgen wieder. Freunde, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Es ist soweit. Es findet eine Hochzeit statt. Und zwar zwischen... Nein, Jan hat damit nichts zu tun. Aber das hinter Jan, da, dieser fantastische 65 Zoller, kommt jetzt darauf. Ich mag meine Michael Bay Untermalung übrigens. Fernseher kommt hier drauf, der bleibt da, der bewegt sich keinen Millimeter. Und dann müssen wir den rübertragen, ohne den Fernseher runterzuschubsen. Quasi genau... Unterlassen. Ah ja, I see. Hoffentlich. So, dann probieren wir das mal. Okay, Jan hat jetzt gerade entschieden, er sichert nochmal ab. Das heißt, wir stellen den Tisch mit den Füßen erstmal auf die Holzdinger, die du ja gerade verlegt hast, ja? Und muss auch mal gucken. Geh mal so ans Ende vom Dings und film so knapp über den Monitor. Also wirklich so knapp, da siehst du, wie twisted der ist. Warte, mal das. Oha! Mhm. Jetzt wird sich schon festziehen nachher mit der Schraube. Oha! So. Digga! Was sagst du dazu, Hawking? Exakt. Hawking auch nur so. Außen ganz ruhig, aber innerlich. Man kann nicht anders als wirklich einfach mal sagen, krass. Ich meine, guckt euch an, wie geil das aussehen kann, wenn das Ding fertig ist, ey. Und dann kommt ja noch. Das wisst ihr ja noch nicht, aber die Jungs bauen ja dann sogar noch eine richtige Abdeckung drüber, sodass man das Ding komplett auch einfach nur als Tisch nutzen kann. Wollt ihr die eigentlich durchsichtig machen oder wollt ihr die in Holzoptik? Wir sind uns noch nicht sicher. Es ist auch so, es ist auch die Frage, wann wir das machen, weil wir wollen vielleicht nicht nur eine machen, sondern vielleicht auch so eine Einlage, wo man... Gebürstetes Metall, bitte. Oh,
Oder also wo man wirklich nochmal... Richtige Board, physische Spiele. Auch nur einfach Holz zum Abdecken, dass man auch noch drauf essen kann. Eine Teppanyaki-Platte. Bauen den Fernseher aus und sagen es niemandem, aber für den Gag auf jeden Fall eine Teppanyaki-Platte drauf. Der Tisch ist fertig. Also, fertig zusammengebaut. Jetzt müssen wir nur noch uns darum kümmern, dass die Software geht. Der Links ist jetzt eingebaut, der Monitor. Ich habe ihn auch schon einmal geputzt. Problem ist jetzt nur, ich bin alleine jetzt im Büro. Alle anderen haben mich verlassen. Und das Ding wiegt 12 Tonnen. Ich glaube, das bleibt da jetzt für immer. Ich habe es nur gerade versucht, leicht anzuheben und das reicht mir schon. Aber jetzt mache ich das da. Pennen.